Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Ich bin wieder in Hamburg, zurück von meinem Wagner-Trip. Die 700 Kilometer auf dem Rückweg habe ich auch gut überstanden. So, das Video, was jetzt im Folgenden kommt, braucht ein kleines Intro. Und vor dem Intro gibt es noch ein Intro. Und zwar, wollte ich ein bisschen erzählen. Ich habe mich super gut mit Wagner verstanden in den 2 Tagen. Heute ist der Tag 1, den ich euch zeigen werde. Und ich wollte euch mal ein paar Infos und ein paar Daten mit an die Hand geben. Und zwar, ich habe 2 volle Tage bei Herr Wagner verbracht. Und zwar, wir waren jeden Tag 14, 15 plus Stunden zusammen und dabei ist unglaublich viel Videomaterial entstanden. Das sind in Zahlen sind es 130 GB Videomaterial und ungefähr 14, 15 Stunden aufwärts an Videomaterial. Und das ist jetzt so gerechnet, nicht, dass jede einzelne Kamera einzeln gezählt wurde, sondern ungefähr so das gesamte Spektrum von der Masse, der Zeit, die ich da verbracht habe, die wir dokumentiert haben. Das ist echt ziemlich, ziemlich viel. Wir haben da echt uns die Mund trocken und fusselig gelabert. Aber wie man sieht, ungefähr fast die Hälfte der Zeit, die ich da war, seid ihr mit dabei. Oder es war die Kamera mit dabei und lief. Und ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, wie ich das alles zusammenschneiden muss. Da ist noch einiges an Arbeit vor mir, wo ich mich durchboxen muss. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Genau. Jetzt in dem folgenden Video geht es um folgende Produkte, und zwar heißt es voll die Werbung. einmal um den Wagner Mikrokeramik und den Wagner Motor Cleaner. Ja, wie war das und wie ist das Ganze geplant? Ich bin zu Wagner gefahren und dann Tag 1 haben wir direkt ausgemacht, dass wir einen Ölwechsel bei meinem Auto machen. Da wurde mir der Alex geschickt, den seht ihr auch gleich in dem Video. Und ja, sind wir in die Werkstatt gefahren und da habe ich euch ein bisschen mitgenommen und das Ganze mal dokumentiert. Und zwar gibt es in diesem Video, was jetzt kommt, Folgendes zu sehen. Einmal mit dem Dezibelmesser gemessen und mit der Kamera, so gut wie ich konnte, den Motorlauf habe ich eingefangen. Mit dem 13.000 Kilometer alten Mobil 1 0W40 New Life. Und dementsprechend auch 13.000 Kilometer alten Liqui-Moly Ceratec. Dann haben wir daraufhin den Motorcleaner verwendet. Dann habe ich einfach in der Werkstatt alles gefilmt und habe dann ziemlich coolen Werkstattporn, keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Also ganz ein bisschen so behind the scenes, ein bisschen Werkstatt-Tätigkeiten mit eingefangen. Ist ganz cool geworden, gefällt mir selber auch ganz gut. Habe ich eben bearbeitet, ist soweit auch fertig. Danach habe ich auch mit dem Dezibelmesser den Motorlauf aufgenommen vom... Ja, wie soll ich sagen, mit dem neuen Öl ohne Additiv. Also Motorcleaner wurde verwendet, das alte Öl ist raus, das neue Öl ist drin und es ist wieder das Mobil 1 0W40 New Life. Ich habe nämlich meine Reserven aufgebraucht, weil das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber ich wollte diese noch aufbrauchen. Das habe ich verwendet und auch mit Dezibelmesser und habe dann auch wieder alle Ecken gefilmt. Und das Ganze haben wir dann nochmal gemacht, wo wir das Mikrokeramik eingefüllt haben. Demzufolge nach dem Ganzen habe ich auch noch einmal in den Ölloch, ich weiß nicht, wie das heißt, da wo man den Deckel aufmacht, ins Ölloch habe ich reingefilmt mit Taschenlampe, um zu gucken, ob man irgendwie sehen kann, wie gut der Motorcleaner gewirkt hat, ob da irgendwas sichtbar ist. Da ist aber auch noch eine Sache, die ihr in späteren Videos mitbekommen wird über die Art der Sichtbarkeit oder Spürbarkeit. Da wird Herr Wagner auch noch euch irgendwas dazu erzählen. Ja, das habe ich so alles in Verhältnis gesetzt. Dann ist eine Sache nochmal, und zwar, das Keramik braucht ungefähr 2.000 bis 3.000 Kilometer Einlaufzeit, bis sich das überall im Motor verteilt und, sage ich mal, eingelassen hat oder verteilt hat, ist, glaube ich, das beste Wort. Die Kilometer habe ich noch nicht drauf. Ich werde da deswegen nochmal ein separates Video machen, in dem ich altes Öl, neues Öl, neues Öl mit Mikrokeramik und neues Öl mit Mikrokeramik nach 3.000 Kilometern werde ich alles mal zusammenschneiden in einen separaten Clip. Das wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich muss die Kilometer ja abspulen. Eine Sache habe ich vergessen zu erzählen. Zusätzlich zu dem Ganzen haben wir auch das Mikrokeramik-Additiv auch in das Getriebeöl beigefügt. Und zwar, wir haben dafür ein bisschen von dem Öl abgelassen aus dem Getriebeöl und dann den abgelassenen Anteil wieder mit dem Mikrokeramik aufgefüllt. Das Mischverhältnis liegt immer so um die 10% oder liegt bei 10%. Haben wir auf jeden Fall auch hinbekommen. Das werdet ihr auch in dem Video sehen. Zur Erinnerung, das Getriebeöl, was ich drin habe, ist ca. 13.000 Kilometer alt. Ich habe so 90.000 Kilometer gewechselt. Ich habe jetzt 103.000 drauf. Also ist es auch 13.000 Kilometer alt. Herr Wagner hat mir noch gesagt, dass den Motorcleaner kann man auch für eine Art Getriebecleaner benutzen. Also einfach mit ins Getriebe reinmachen, im gleichen Verhältnis, ein bisschen rumfahren, ablassen und dann neues rein. Dann soll es noch geschmeidiger laufen.
Genau, so jetzt habe ich genug gequatscht. Also eine Sache habe ich noch für euch. Und zwar habe ich für euch ermöglicht, dass ihr 10% Rabatt auf die Produkte von Wagner bekommt. Es gibt einen Couponcode, den schreibe ich hierhin. Und zwar lautet der Marc Monetti 10. Und da könnt ihr in dem Wagner Online-Shop, könnt ihr den eingeben. Dann kriegt ihr auf jeden Fall 10% für eure erste Bestellung auf die Wagner-Produkte. Und ja, das ist ein kleines Goodie, was ich euch mit an die Hand nehmen kann. Ihr könnt jetzt sieht der Tag 1 von mir bei Wagner mit meinem Ölwechsel, meine Impressionen und das ganze Videomaterial, was ich drumherum geschnitten habe. Also viel Spaß bei der ganzen Sache. Da war nichts. Viel Spaß bei der ganzen Sache. Yeah. Peace. Hier da vorne. Finger ein bisschen eingefroren. Ja, morgens vor allem, ne? Also hier? Ja, machen wir mal, zeigen wir mal alles hier. Genau. Wagner Motocleaner. Danke an Dürrwagen für den klasse Service und den Kaffee.
Ich hoffe, das Mikro war gut genug oder die Kameraführung war gut genug, so dass man die Unterschiede ein bisschen einfangen konnte. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Man konnte ein bisschen feststellen, wenn man auf den Dezibelmesser geachtet hat, dass er anfing mit 68,9, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann ein wenig abgesunken ist gegen Ende. Mit dem Mikrokeramik-Additiv ist es dann so gewesen, dass er auch mal die 67 erreicht hat, 67,9. Also man kann sagen, vielleicht ein Dezibel-Unterschied. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen leiser geworden, der Motorlauf. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist, wenn es sich eingearbeitet hat. Also ich werde das Video, wie gesagt, nochmal nachreichen und separat dazu machen. Ja, ansonsten, was hat sich getan? Und wie ist mein Eindruck? Der kurzzeitige Eindruck ist, dass das Schaltgetriebe sehr schön davon profitiert hat, von dem hinzugefügten Mikrokeramik-Additiv. Also wirklich so, ich habe ja das Getriebeöl wechseln lassen, weil es irgendwann hakelig war und nicht so gut sich schalten ließ. Nach dem Ölwechsel war es auf jeden Fall besser. Es ist auch immer noch gut, aber es ist durch das Mikrokeramik-Additiv noch besser geworden. Also die Gänge flutschen noch leichter rein. Das ist schon fast wie so ein... ist nicht... Golf. die Golf schalten sich ja bekanntlich ziemlich sanft. Vor allem der Golf von meiner Freundin. Auf jeden Fall, da ist das von BMW das Hakelige. Das eigentlich nicht Hakelige, ist ein bisschen schwergängig gewesen. Das Männliche, sage ich mal, ist ein bisschen femininer geworden. Also der Schaltknopf lässt sich jetzt leichter in den Gassen bewegen. Hat mir auch meine Freundin bestätigt, als sie mal eine Runde gedreht hat oder eine Runde geschaltet hat, dass es ein bisschen leichter ist. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ganz gut zum Motorlauf. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal in einem separaten Video extra was dazu erzählen, was meine Eindrücke zu dem Ganzen sind. Ich habe ja auch die Rückfahrt, die 700 Kilometer getrackt. Da werde ich nochmal Vergleich machen, vorher, nachher, beziehungsweise Hinfahrt, Rückfahrt. Da habe ich versucht, so ähnlich zu fahren, also so gut wie möglich für ähnlich zu fahren, wie es nun geht. Das können wir aber in anderen Videos nochmal. Das war ansonsten jetzt mein kleines Outro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefällt die ganze Story hier mit Wagner und da wird noch einiges auf euch zukommen. Ich habe noch richtig viel Videomaterial. Ja, lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Subscribe den Channel, wenn ihr das erste Mal seht und wenn ihr mehr sehen wollt und auf dem Laufenden bleiben sollt oder wollt, dann drückt auch gerne oben mal die Glocke. Das werde ich euch mal zeigen. Da werdet ihr nämlich, sobald ich ein Video hochgeladen habe, benachrichtigt. Dann könnt ihr das sofort schauen. Nein, ihr könnt ein bisschen Zeit lassen, aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, dass ein neues Video hochgeladen ist. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ich mache gar nicht irgendwelche festen Zeiten, aktuell jedenfalls nicht irgendwie aus. Ich mache es, wenn ich es fertig habe, lade ich es hoch und dann ja, ist es dann online. Das war es soweit von meiner Seite. Ich freue mich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald und bleibt dran, es werden noch einige coole Sachen auf euch kommen. Also abonniert den Channel. Tschüssi und Peace. Hehehehe